In Tulln in Niederösterreich sind gestern zwei junge Männer aus Afghanistan und Somalia vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden. Im Zweifel für die Angeklagten. Seither shitstormt es gewaltig, bis hinauf in höchste Regierungskreise. Die Entscheidung des Gerichts wird in Frage gestellt, Richter und Laienrichter beschimpft. Dabei wurde der Fall unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Ein Justizskandal oder ein Vertrauensproblem? Claudia Zona und Peter Stacher. Es steht 2-2 im vierköpfigen Schöffensenat. Die zwei Berufsrichter und die zwei Laienrichter konnten sich nicht einigen. Laut Urteilsbegründung bestanden berechtigte Zweifel, daher gab es einen Freispruch. Die Öffentlichkeit war von dem Verfahren ausgeschlossen. Nicht alle Details zu dem Fall waren bekannt, doch die Aufregung in den sozialen Netzwerken ist groß. Schande für den Rechtsstaat, heißt es da. Von unfähiger Justiz ist die Rede und die Laienrichter wären Vollidioten. Die Verteidigerin eines der Angeklagten kennt den Fall in- und auswendig. Für sie ist klar, die verkürzte Darstellung in den Medien sei der Hauptgrund für die jetzige Aufregung. Ich glaube, dass das in diesem speziellen Fall wirklich nur aus dem heraus gründet, dass eben nur die subjektive Sicht des Opfers dargestellt worden ist, aber die vermeintlichen Täter vollkommen außen vor gelassen worden sind und deren Darstellung der Tat. Friedrich Forsthuber von der Richtervereinigung verteidigt die Unabhängigkeit der Justiz. Die unterschiedlichen Meinungen in einem Schöffensenat sieht er als Beweis dafür. Die meisten, die jetzt in sozialen Medien aufschreien, haben sich über solche Abläufe nie informiert, haben auch das eigentliche Verfahren nicht gesehen. Es ist ja auch nie so breit dargestellt worden, dass man sich ein umfangreiches Bild machen hätte können und akzeptieren offenbar nicht, dass es im Rechtsstaat dieses Grundvertrauen auch gegenüber der unabhängigen Justiz geben muss. Auch der Vizekanzler hat sich auf Facebook zu dem Urteil geäußert, bezeichnet es als skandalös und unerträglich. Friedrich Forsthuber findet das beunruhigend. Wenn sogar diejenigen, die Regierungsverantwortung tragen, hier in so ein Urteilsbashing mit einstimmen, ohne dass sie sich natürlich im Detail über das Verfahren informieren konnten, ohne dass sie die Urteilsbegründung im Detail kannten und ohne dass sie berücksichtigen, welchen Schaden das letztlich auch unserem Rechtsstaat zufügt. Im Tullner Fall bedeuten die Freisprüche nicht unbedingt, dass die Anklägerin gelogen hat. Allerdings geht es vor Gericht um objektive Beweisführung, meint Andrea Schmidt. Das heißt nicht, dass subjektiv gesehen vielleicht die Laura ein anderes Gefühl hat von der Situation. Aber objektiv ist diese eben nicht vorgelegen. Die Entscheidung in erster Instanz ist nicht das letzte Wort. Die Staatsanwaltschaft legte Nichtigkeitsbeschwerde ein. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.